Ja, Karten in Amerika günstig kaufen, aber sobald die Versandkosten draufkommen, wird es richtig teuer. Wie ihr mit einer eigenen Adresse in Amerika Versandkosten sparen könnt, wie das geht, wo das geht, das zeige ich euch im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder das erste Mal einschaltet. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Hier geht es um Sportscards, um Basics, um Tipps, um Strategien, um alles, was mit Sportscards zu tun habt. Ja, herzlich willkommen, freue mich, dass ihr am Start seid. Zu Beginn einen kurzen Aufruf, den ich vor ein paar Tagen in Instagram gestartet habe. Liegt ein bisschen daran, ich habe in den letzten Wochen, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt, mit super vielen Leuten Kontakt, die selber auch sammeln. Und die so viele Geschichten zu erzählen haben, warum sie etwas sammeln, was sie sammeln, warum sie genau gerade das ausgewählt haben. Da steckt so viel Story auch teilweise dahinter oder wie sie die Karte auch vielleicht schwierig bekommen haben. Und es gibt auch in Deutschland, in Europa so viele spannende Sammler und hatte einfach mal die Idee, dass nicht nur ich das höre vielleicht, sondern dass wir uns da einfach mehr zusammen connecten hier in Europa, in Deutschland. Und dementsprechend hatte ich einen kleinen Aufruf gestartet, dass in Instagram ihr mir eure Geschichten, eure Lieblingskarte zuschickt und ja, und ich die dann sozusagen teile und wir dadurch der ein oder andere vielleicht auch darauf aufmerksam macht, vielleicht auch die passende Karte dabei ist, die ihr vielleicht besonders sucht, was auch immer. Das hatte ich so mal als Idee rausgeschossen. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut mal bei Instagram vorbei, schickt mir euer Lieblingsbild, teilt eure Story. Und in den kommenden Wochen werde ich einmal pro Woche euer Profil dann sozusagen mitteilen. Ja, im heutigen Video dreht es sich um Versandkosten sparen. Das heißt, wie kann ich Geld sparen beim Versand von Sportkarten aus Amerika? Ja, der Markt ist dort viel, viel größer. Das heißt, wenn ihr Karten kaufen wollt und eine bestimmte Karte sucht, ist das Angebot und das Portfolio einfach dort viel, viel größer. Egal, ob ihr jetzt bei eBay schaut oder auf anderen Plattformen. Die meisten Karten liegen nun mal über dem Teich. Und sobald ihr die Karten kaufen wollt, in den Warenkorb legen wollt, seht ihr aber relativ schnell, dass auch die Versandkosten auch mal schnell in die Höhe steigen können und am Ende vielleicht die Karte doch viel, viel teurer ist, als ihr geplant habt, beziehungsweise kommen vielleicht auch noch Steuern dazu und all das macht dann vielleicht am Ende gar keinen Sinn mehr. Man wartet vielleicht lieber, bis die Karte irgendwo hier angeboten wird oder eben ich kauf sie woanders. Da gibt es inzwischen aber super Angebote, das heißt, ihr könnt Versandkosten sparen, sodass ihr nicht euch von jedem Anbieter die Karten schicken lassen müsst und bei jedem Versandkosten zahlt, sondern ihr schickt sie an eure eigene Postadresse mehr oder weniger in Amerika und könnt dort dann gesammelt die Karten zu euch nach Hause schicken lassen. Da zahlt ihr nur noch einmal Versandkosten, was weitaus günstiger ist, als sie individuell bei jedem Verkäufer einzeln zu bezahlen. Aber nicht nur das geht, sondern viele, viele andere Möglichkeiten, die wir uns gleich anschauen. Es gibt inzwischen auch mehrere Angebote diesbezüglich. Ich kenne zwei insgesamt, mit denen ich mich etwas intensiver auseinandergesetzt habe. Das eine ist Get It Shipped International. Darum soll es in dem heutigen Video nicht gehen, aber ich habe bisher auch nur Positives davon gehört. Wir schauen uns heute Ship My Card an. Dort bin ich registriert. Bin auch super zufrieden bisher. Wir schauen uns gleich genauer die Funktion an. Wie gesagt, ihr habt dort eine eigene Adresse, mehr oder weniger, wo ihr eure Karten hinschicken lassen könnt. Könnt aber noch viel, viel mehr dort, zum Beispiel die Karten auf dem eigenen Marktplatz anbieten und dort verkaufen. Ihr könnt sie aber auch zum Grading schicken, zu PSA oder BGS. Oder aber seit neuestem könntet ihr auch zu diversen Cardshows mitgeben lassen, um die dort mit zu verkaufen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten im Tool von Ship My Card. Ich finde auch vom Design, es ist super selbsterklärend. Aber wie das genau aussieht, was für Möglichkeiten es gibt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, bevor ich euch Ship My Card zeige, wollte ich euch zumindest mal die Webseite von Get It Shipped International gezeigt haben. Wie gesagt, funktioniert sehr, sehr ähnlich zu Ship My Cards. Ich bin dort nicht registriert, habe aber, wie gesagt, nur Positives gehört. Ja, könnt ihr es ja, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damit auch Erfahrung gesammelt habt. Wir schauen uns aber Ship My Cards an. Wenn ihr dort registriert seid, was sehr, sehr easy ist, dann könnt ihr euch hier einloggen und kommt dann in der Regel
erstmal aufs Inventory, das heißt euer aktueller Bestand. Hier seht ihr, ich habe aktuell 5 Karten bei Ship My Cards liegen. Was die einzelnen Felder bedeuten, schauen wir uns gleich alles an. Hier seht ihr erstmal den Value der Karte, also den Wert der Karte und die Fee. Ship My Cards will logischerweise auch eine Gebühr haben, dass sie eure Karten hier fotografiert, pflegt, die Post annimmt etc. Und in der Regel seht ihr hier 2 Dollar, hier gibt es eine Karte mit 5 Dollar. Und wie der Unterschied entsteht, das erkläre ich euch jetzt. Wir schauen uns die FAQs an, wo alles auch relativ gut nochmal beschrieben ist. Also es funktioniert so, dass ihr theoretisch 2 Adressen habt von Ship My Cards, die dann so aussehen. Die sehen immer gleich aus. Das Einzige, was sich eben ändert, ist, dass euer Username dabei steht. Und ihr seht hier, es gibt eine Adresse in Arizona und es gibt eine Adresse in Oregon. Das liegt daran, dass in Amerika gewisse Gebiete oder Regionen Taxes, also Steuern erheben. Bei Oregon ist das nicht der Fall, bei Arizona ist es der Fall. Und Ship My Cards bietet es eben an, je nachdem, welchen Kartenwert oder welchen Wert der Bestellung das Ganze hat, das Ganze gegebenenfalls nach Oregon zu schicken. Das heißt, dort werden ja keine Steuern erhoben und dementsprechend kann es sich lohnen, die Karten dorthin schicken zu lassen. Sie empfehlen das ab einem Wert von 35 Dollar plus. Dann geht die Karte dorthin und wird dann von Oregon weitergeleitet nach Arizona. Für diese Weiterleitung gibt es dann eben auch nochmal eine Gebühr von 3 Dollar, was dann eben auch diese Gesamtfee von 5 Dollar eben entspricht, weil so setzen sich die Kosten insgesamt zusammen. Hier habt ihr Arizona-Adresse, dort kostet es 2 Dollar pro Karte, pro Lot 5 Dollar, für eine Box auch 5 Dollar und pro größere Sachen sind es 5 bis 20 Dollar und in Oregon sind es dann eben 5 Dollar pro Karte, 8 pro Lot, 10 pro Box und dort ist von größeren Trikots oder was auch immer nur nach Absprache möglich, aber so entsteht eben die Fee, die ihr natürlich dann auch mit reinrechnen müsstet, wenn ihr eine Karte bestellt. Aber so ist es relativ simpel zu erklären, ab einem gewissen Wert. Normalerweise, wenn ihr bei eBay bestellt, zeigt euch direkt an, was ihr an Taxes zahlt. Und dann könnt ihr ausrechnen, was euch günstiger kommt. Genau, so sieht das Ganze dann aus. Wie gesagt, 5 Dollar Fee, 2 Dollar Fee. Und wenn ihr dann in eine Karte reingeht, kriegt ihr dann eine E-Mail, wenn sie angekommen ist. Und das ist die Standard, wie es ausgefüllt ist. Es steht euer Benutzername mit drin und sonst eigentlich mehr oder weniger nichts. Auch Market Value ist hier immer auf 1 Dollar. Ihr habt dann aber hier die Möglichkeit, wenn ihr wollt, das alles anzupassen, wie die Karte heißt, eine Beschreibung, der Market Value und Customs Value. Customs Value kommen wir auch später noch zu, aber da geht es dann darum, was der Wert ist für den Zoll, den ihr da angegeben habt. Und dann könnt ihr die Karte auf Private oder Public stellen. Das dient auch dazu, ob ihr die Karte vielleicht hier auf dem eigenen Marktplatz verkaufen wollt. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Genau, wo ich es schon mal ausgefüllt habe, war bei dieser Karte. Da seht ihr dann, wie das aussehen kann. Das der Titel der Karte, kann noch eine Beschreibung dazu fügen. Market Value, Customs Value habe ich hier jetzt nicht rein. Aber die Karte ist auf Public gestellt und hier seht ihr auch, jeder Item ist listed for sale. Das heißt, diese Karte wird zum Beispiel auf dem Marktplatz angeboten. Ja, und wie der Marktplatz aussieht, ihr seht hier links den Marketplace. Dort seht ihr verschiedene Karten, die zum Angebot. Ihr könnt auch nach Karten suchen. Habt hier dann die Möglichkeit auch nach Lots, seht ihr auch, gibt es auch. Es ist jetzt nicht so übersichtlich, wie jetzt vielleicht ihr es sonst von Marktplätzen kennt, aber es ist zumindest nochmal Option, um vielleicht Karten zu kaufen oder zu suchen. Sind auch immer mal spannende Karten dabei, die hier liegen. Dementsprechend ist es hier nochmal eine Möglichkeit, selbst Karten zu verkaufen oder eben zu kaufen. Genau, schauen wir uns die anderen Felder an. Inventory haben wir angesehen. Dann gibt es das Feld Shipments, das kommt gleich auch nochmal, wenn ihr die Karten dann nach Hause schicken lassen wollt. Store Credit, dort findet ihr dann quasi, ihr müsst einen Credit hochladen. Also wenn ihr Karten dorthin schickt, wird euch der Betrag schon automatisch vom Credit abgezogen. Die ersten, ihr könnt auch erstmal ins Minus laufen, das passt für die. Für Ship My Cards. Wichtig ist einfach, dass ihr da zügig eben dann einen Credit hochladet. Hier seht ihr, dass ich dann irgendwie am 7.4. 50 Dollar bezahlt habe und davon sind jetzt eben 37 noch übrig, weil eben diese ganzen Fees schon abgezogen worden sind.
Aber so seht ihr dann eben, ja, wie das funktioniert, wie ihr dort Geld hinschickt. Das funktioniert hier bei AdCredit. Dort könnt ihr dann einfach den Betrag auswählen, den ihr losschicken wollt. Das heißt, 50 Dollar. Dann seht ihr hier die Fee, die da noch auf euch zukommt. Hier steht, wenn ihr mit Friends und per Friends zahlen wollt, per PayPal, was ihr kennt, wahrscheinlich die meisten, dann zahlt ihr ja keine Gebühr. Da müsstet ihr dann direkt in Kontakt gehen mit ShipMyCards, um gegebenenfalls hier diese Fee einzusparen. Ihr habt dann hier die Möglichkeit, mit PayPal, SEPA-Lastschrift oder GiroPay zu bezahlen. Und ja, ist auch relativ schnell dann eigentlich euer Credit im Store. Genau, dann das Thema Settings. Da ist jetzt nicht so spannend, da könnt ihr Profil, Username, Passwort nochmal ändern. Ihr habt die Möglichkeit natürlich auch jederzeit euer Balance wieder auszahlen zu lassen, aber auch dafür gibt es dann nochmal eine Gebühr. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt die 36 Euro da raus haben, dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Betrag euch auszahlen zu lassen. Aber ihr seht hier schon, dass da auch eine Fee dazukommt. Dementsprechend müsst ihr das auch auf jeden Fall auch nochmal berücksichtigen, wenn ihr euch Geld zurückzahlen lassen wollt. Ja, für FAQs, wie gesagt, ist alles auch nochmal sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach beschrieben. Marktplatz haben wir uns angeschaut. Hier im Online-Store gibt es auch nochmal die Möglichkeit zu kaufen. Da sind meistens dann aber auch Boxen dabei, Packs dabei, verschiedene Produkte. Ich glaube, die werden direkt auch von Ihnen angeboten, weil hier auch kein Supplier dabei steht, also keiner, der die Karten dort selber hingeschickt hat. Da habe ich ehrlich gesagt noch nichts gekauft, aber es ist vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal eine interessante Möglichkeit. Genau, Workflow. Hier ist es auch nochmal beschrieben, wie der aktuelle Stand ist vom Workflow, also wie der Stand ist, wenn ihr Karten dorthin schickt. Bis welches Datum haben sie das Ganze aktuell bearbeitet? Ist eigentlich auch regelmäßig aktualisiert. Bei mir ging es eigentlich sehr, sehr schnell. Also wenn ich die Karten dorthin geschickt habe und eBay mir gesagt hat, es ist ausgeliefert, dann hatte ich sie in der Regel ein, zwei Tagen später spätestens in meinem Inventory drin. Wie gesagt, wenn ihr es nach Oregon schickt, dann dauert es nochmal ein bisschen länger, weil die von Oregon eben nochmal nach Arizona gehen. Und dann sind es eigentlich 5 bis 6 Werktage bisher bei mir immer gewesen. Von daher war das alles überschaubar. Ja, schauen wir nochmal in die Inventory. Ihr habt hier eben dann auch die Möglichkeit, zum einen Kommentare für euch dazu zu schreiben. Ihr habt hier das Feld Sell. Dort könnt ihr dann eben auswählen, dass ihr diese Karte auf dem Marktplatz verkaufen wollt. Hier könnt ihr einstellen, zu welchem Preis. Hier solltet ihr natürlich den Titel und die Beschreibung noch mal ein bisschen anpassen. Wie lange ihr das Angebot dorthin stellen wollt, wollt ihr auch Angebote erlauben und so weiter. Also ganz coole Möglichkeiten hier nochmal. Ich habe dort selber noch nichts verkauft, ich habe die Möglichkeit noch nicht genutzt. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen auf jeden Fall für eine Option. Ja, und dann habt ihr das Feld Transfer, also Xfer. Dort könnt ihr die Karten tatsächlich auch zu einem Nutzer schicken, wenn ihr sie verkauft habt oder was auch immer. Dort könnt ihr nach dem Nutzer suchen und ihm sozusagen diese Karte auf seinen Account überschreiben. Auch eine Möglichkeit, eben ja, dann dementsprechend zu handeln. Hier dieses Feld bedeutet, ihr wollt oder LKW der Kleine diese Karten zuschicken lassen. Ihr könnt sie hier markieren oder geht aber auch auf Ship All. Jetzt seht ihr, sind hier 2 markiert, aber könnt hier auch Ship All machen, dann sind alle markiert. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr hier diesen kleinen LKW, da sind jetzt 4 Karten mit drin. Diese hat er nicht mit reingenommen, weil sie eben auf dem Marktplatz angeboten wird. Wollt ihr das nicht mehr oder wollt ihr die auch nach Hause schicken lassen, dann müsst ihr die vom Marktplatz wieder runternehmen. Und wenn wir dann da drauf gehen, dann seht ihr eigentlich das Feld mit Name, Adresse, die ihr eingeben müsst. Wann wollt ihr eine Rechnung, die Shipping-Option. Hier seht ihr verschiedene Optionen, die ihr shippen lassen könnt. Zum Beispiel ja, FedEx ist eigentlich das, was am besten von den Kosten aus meiner Sicht bisher immer war. Die haben da auch hohe Discount-Rates, wie es hier auch steht. Ihr könnt aber auch euch ein Group-Shipment, das heißt, ihr könnt euch mit anderen, die vielleicht bei ShipMyCards sind, die Karten gemeinsam schicken lassen und die Kosten teilen. Auch das ist möglich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr hier seht. Aber ja,
Hier seht ihr dann die Kosten insgesamt. Das heißt, hier müsst ihr dann auch eintragen, was ihr im Zoll angeben wollt und müsst. Auch das ist ein ganz heißes Thema. Der Zoll kann natürlich das Paket aufmachen und überprüfen. Es kann auch sein, dass ihr dann im schlimmsten Fall dorthin fahren müsst und sagen oder beweisen müsst, dass es den Wert hat. Und der Zoll sieht dann eben, was der insgesamte Value ist dieser Bestellung. Und dementsprechend zahlt ihr dann natürlich Taxes. Also wenn wir jetzt hier mal eingeben, 10 bei allen Karten, dann seht ihr, dass der Custom Value 40 ist. Aktuell kostet das Ganze 30, aber wie gesagt, es kommt dann eben noch dazu die Zollgebühren. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal versichern zu lassen bis zum gewissen Betrag. Also wenn ihr sagt, ihr habt, wollt dann eine zusätzliche Versicherung abschließen, sagt ihr bis zu 1500, dann könnt ihr hier auch nochmal, zahlt ihr noch ein bisschen mehr, aber habt dann vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit beim Versenden. Also sehr, sehr easy und ihr seht schon, ihr spart einfach auf jeden Fall Gebühren, wenn ihr diese Karten alle einzeln hätten lassen schicken wollen von den Händlern, seid ihr in der Regel wahrscheinlich teurer. Es lohnt sich wahrscheinlich natürlich auch noch mehr, wenn ihr mehr Karten zusammen habt. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine super coole Option. Wir schauen uns aber nochmal die Inventory an, weil ich hatte es ja gesagt am Anfang des Videos, ihr habt auch verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt nämlich nicht nur die Karten nach Hause schicken lassen, sondern ihr habt hier unter Disposition auch die Möglichkeit, andere Dinge zu tun. Zum Beispiel, dass ihr sagt, ihr wollt noch die andere Seite gescannt haben von der Karte. Ihr wollt sie ganz rausnehmen, also ihr wollt sie sozusagen ja, komplett aus dem Marktplatz oder aus eurem Dashboard rausnehmen. Das würde ich jetzt hier nicht tun. Ihr könnt hier nochmal ein Foto machen, also wenn ihr gewisse Details wissen wollt, könnt ihr dann Kommentare mit reinschreiben. Ihr habt die Möglichkeit, bei einem Lot, den ihr euch schicken lassen habt, die einzelnen Karten nochmal fotografieren zu lassen. Ihr könnt die Karte auf eine Cardshow mitnehmen lassen, das heißt, Ship My Cards würde die Karte dann mitnehmen, versuchen zu verkaufen und wenn sie verkauft wird, gibt es dann natürlich auch eine Fee an Ship My Cards, aber auch eine Möglichkeit, eure Karte mal auf eine Show sehen zu lassen. Hier könnt ihr dann die Karte auch direkt zu BGS oder PSA Grading schicken lassen oder wenn sie gegradet ist, in dem Fall wäre sie das auch zu PVCC Auction, also als Auktion schicken lassen. Macht bei gewissen Karten vielleicht auch Sinn. Oder sie zu ComC schicken lassen, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, die dann dort zu verkaufen bzw. bei eBay zu verkaufen. Aber auch das wird natürlich dann nochmal eine eigene Fee für verlangt. Wenn ihr dann sagt, okay, ihr wollt es jetzt zum Beispiel zu BGS schicken lassen, müsst ihr natürlich auch alle Daten einfügen. Und habt hier dann die verschiedenen Services, die ihr auswählen könnt. Wichtig ist, ihr könnt das auch nur auswählen, wenn ihr ausreichend Balance hier vorrätig habt oder wenn ihr ausreichend Geld in eurem Account habt. Wenn ihr hier 0 habt, dann, soweit ich weiß, erscheint diese Möglichkeit gar nicht, dass ihr hier submitten könnt. Nichtsdestotrotz, es wird jetzt hier gar nicht lang. Also PSA bietet ja aktuell nur Super Express an. Brauche ich mindestens 325 Dollar. Das heißt, ich müsste hier auf jeden Fall nochmal meinen Store Credit aufladen. Ja, das sind eigentlich so die Funktionen. Hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, das clean zu lassen. Und ich denke, soweit habe ich hier alles jetzt abgedeckt. Wenn ihr noch was wissen wollt, dann schreibt mir gerne oder schreibt es in die Kommentare. Es ist super easy zu verstehen, finde ich. Coole Funktion. Ich finde es auch ganz gut aufgebaut. Vom Design ist ja immer relativ, aber ich finde es ganz cool. Und ja, das hoffe, das hat euch etwas geholfen. Ja, kennt ihr noch andere Anbieter außer Ship My Cards oder Get It Shipped International? Seid ihr zufrieden mit dem Angebot oder habt ihr Probleme auch schon gehabt? Dann schreibt es gerne unten mal in die Kommentare. Bin super gespannt auf euer Feedback. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch geholfen. Viele kannten das vielleicht auch schon. Für viele ist es aber auch vielleicht was Neues. Eine coole Möglichkeit, auch vielleicht mit neuen Funktionen, die noch nicht bekannt waren. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da und ein Like da. Würde mich extrem freuen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video und bis bald. Ciao, ciao.